der Klassik-Systemer seit 1993 so auf dem Markt. Hallo und herzlich willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es, wie soll es anders sein, ihr seht schon, über Systemer. Und wie schon gesagt, 1993 der erste Systemer mit diesen Laschen noch dran, mit diesen Schnepper, hat man damals gesagt. Und eine sehr stabile Konstruktion. Und der eine oder andere weiß ja, die Elektrowerkzeuge wurden damals in dieser Zeit, bevor der System auf den Markt kam, in Blechkisten geliefert. Und mit dieser ja doch innovativen neuen Box konnte man das Ganze hier sehr komfortabel, sicher verstauen und war eigentlich auch nicht mehr so schwer. Ein paar Jahre später, dann kam hier der T-Lock-System auf den Markt. Jetzt hat man hier das Ganze schon ein bisschen abgerundet und ganz eindeutig hier vorne einen neuen und anderen Verschluss gewählt. Das heißt, ich kann hier mit einer Drehung das Ganze koppeln oder öffnen oder dann auch verschließen. Und so war der T-Lock-Systemer geboren. Heute geht es aber um die Systemer Generation 3. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier im hinteren Bereich schon eine Menge Auswahl an diesen Systemer Generation 3. Und der große Vorteil ist jetzt, wir sind 100% mobil mit unseren Werkzeugen, sprich mit unseren Systemern. Was heißt es konkret? Mobil, das heißt von der Werkstatt direkt auf den oder in den Einsatzort, an den Einsatzort, an die Baustelle und zwar über ein Fahrzeugsystem, das heißt eine Fahrzeugeinrichtung von der Firma Butt, die uns jetzt uns ermöglicht, unsere Systemer hier in dieses Fahrzeugeinrichtungssystem zu integrieren. Und das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil bezüglich auf Sicherheit und natürlich auch auf Organisation, denn jetzt habe ich alles schön übersichtlich. Ihr seht hier, wir haben zum Beispiel Schubladen dran, wo man das Ganze sehr komfortabel rausziehen kann, reinschauen, was wir hier alles drin haben. Dann gibt es hier kleinere Auszüge, wo man hier rausnehmen kann, das Ganze sicher auch wieder hier reinzuschauen. Okay, das ist hier integriert, platziert. Dann hat Butt selber auch sogenannte Auszüge, kleine Auszugsladen, wo man Kleinteile, Werkzeuge platzieren kann und größere Schubkästen, sehr komfortabel, die hier Vollauszug sind, wo man das Ganze dann auch optimal überschaubar sehen kann. Wie schon gesagt, 100% mobil mit dieser Systemer Generation 3. Schauen wir uns mal diesen Systemer etwas genauer an. Wir haben also hier, was sicherlich auffällt, diesen Handgriff hier dran und der ermöglicht natürlich hier sehr körpernah das Ganze zu halten. Und wenn jetzt mal der System ein bisschen schwerer sein soll, dann fällt es mir überhaupt nicht schwer, weil es ja hier am Körper dran ist und nicht so weit weg wie in der Vergangenheit. Dann haben wir hier im vorderen Bereich zwei Steckfelder und hier kann man dann individuell sich solche Karten hier herstellen und diese dann, ich greife mal kurz um, vorne hier einlegen. Und die halten hier wirklich sehr komfortabel und lassen uns hier das Ganze top beschriften. Im seitlichen Bereich so, können wir hier auch noch Aufkleber anbringen. Und was ganz wichtig ist, natürlich hier wiederum über unser T-Lock-System das Ganze hier koppelbar durch einen Drehgriff, dann bin ich hier zusammen, ja, habe jetzt hier zwei zusammen oder wie ihr gerade gesehen habt, kann ich das Ganze hier öffnen, entweder hier oben oder aber, was mir sehr gut gefällt, wenn ich jetzt mehrere übereinander habe, ich kann hier den T-Lock-Griff in die Position bringen, kann jetzt hier das Ganze öffnen, obwohl das System oben noch drauf ist. Im vorderen Bereich haben wir hier kleine Einlässe und da kann man zum Beispiel jetzt auch ein kleines Drahtkabel durchziehen und einen Verschluss dran machen, wenn ich jetzt das Ganze sichern möchte. Und so gibt es natürlich optimale Möglichkeiten. Von der Höhe her seht ihr schon, wir haben hier verschiedene Größen, so wie bei den Klassiksystemen auch schon. Und vielleicht zur Beschriftung her, wir haben jetzt hier, der kleinste hat jetzt eine Höhe von
112 mm. Und die sind gemessen von dieser Fläche hier bis zu diesem kleinen Fuß, sodass ich weiß, das Außenmaß ist 112 mm. Und es geht hoch bis zu dem großen Systemer, wo zum Beispiel die TSC reinpasst, mit einer Größe, mit einer Höhe von 437 mm. Also für alle Bereiche was möglich. Wenn wir uns mal jetzt hier diesen Systemer anschauen und auf der anderen Seite habe ich auch noch welche platziert, diesen hier, dann sehen die von der Größe ja doch ein bisschen anders aus. Ja? Wir haben hier zwei verschiedene Größen und deswegen sprechen wir hier auch von einer M-Größe und L-Größe. Also ähnlich wie bei der Bekleidungs-, also bei Konfektionsgrößen, gehen wir davon aus von S, M, L, XL und noch größer. Und so werden wir auch in der Zukunft diese Systemgeneration dann betiteln mit M-Größe, in der Größe zum Beispiel 112 oder wie gesagt größer, oder L-Größe oder aber auch XL-Größe. Wie die XXL-Größe ausschaut, das schauen wir uns gleich nachher mal an. So viel zu den Systemen. Das Ganze sehr robust, stabil und natürlich auch koppelbar auf unsere Sauger. Bevor wir das zeigen, möchte ich aber hier einen kleinen Schwenk machen. Und zwar, ihr seht hier einen sogenannten Organizer. Und dieser Organizer ist auch in der Größe L erhältlich und in der Größe M. Ich ziehe mal da einen raus. Und ihr hört schon rascheln. Das heißt, hier haben wir Schrauben und ja, Kleinteile hinterlegt oder eingepackt. Und was mir hier besonders gut gefällt, ich mache hier mal diesen da auf. Diese kleinen Schrauben, aufpassen, nicht, dass ich hier tatsächlich das Ganze umkippe. Die kleinen Schrauben hier sind sehr, sehr klein. Und wenn ich jetzt mal einzelne Felder einfach rausnehme, also das sind so kleine Boxen, die wir hier einlegen können. Dann lege ich mal ein paar Stück raus. Und ich versetze jetzt diese kleine Box hier in einen anderen Platz. Sobald ich den Deckel hier zumache, ist es sicher. Das heißt, ich kann das jetzt schütteln und drehen. Ich brauche keine Angst zu haben. Alles ist nachher wieder am selben Platz. Die ganzen Schrauben sind hier nicht irgendwo vermischt. Auch die kleinen Boxen sind nicht irgendwo jetzt in einer verkehrten Position, sondern durch dieses Rastersystem bin ich immer auf der sicheren Seite. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn ich hier unterwegs bin auf der Baustelle. Wie schon gesagt, M-Größe, also für diese Größe und auch in der L-Größe, gibt es hier diesen Organizer mit diesem transparenten Deckel, damit ich gleich sehe, was hier letztendlich alles drin ist. Wir haben gerade gesprochen von Kompatibilität. Das heißt, ich möchte natürlich auch, dass das Ganze hier auf den Sauger drauf passt. Ob das jetzt hier der Mini-Midi-Sauger ist oder ob das jetzt der klassische CT-M-Sauger ist. Diese Systemer müssen natürlich hier ebenfalls drauf passen oder verbindbar sein. Und das ist natürlich der Fall. Das heißt, wir setzen das hier drauf. Wiederum unser T-Lock-System. Und schon seht ihr, boah, hält bombenfest und da kann ich das Ganze natürlich auch hier hochstapeln, kann das sehr komfortabel von A nach B bewegen, entweder in der Werkstatt oder natürlich auf der Baustelle. Wenn ich jetzt mal keinen Sauger dabei haben sollte, kommt ja auch manchmal vor, ich habe also nur in Anführungszeichen mein Standardwerkzeug oder vielleicht Kleinteil dabei, dann bietet sich natürlich auch an, so ein Rollbrett hier einzusetzen und auch das Rollbrett funktioniert für die T-Lock und Systemer-Generation sehr einfach und komfortabel. Aufsetzen mit dem kleinen Hebel hier das Ganze verriegeln. Und schon habe ich hier eine feste Verbindung und kann das Ganze hier auch sehr komfortabel bewegen und von A nach B rollen. Ja, jetzt habe ich hier noch im hinteren Bereich, und ich habe es vorher schon angesprochen, so kleine ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben,
und untertrieben, Moment, ich lege es mal so hin, diese kleinen Systemer-Boxen, ja, die gefallen mir richtig gut, denn da bekomme ich wirklich alles rein, was ich so brauche als Handwerker. Und selbst die größte Maschine vom Marktbegleiter, sage ich es mal, die ich jetzt hier in einen Systemer verpacken möchte, bekomme ich da rein. Und ich habe hier wiederum zwei Verschlüsse. Das Ganze ist natürlich auch wieder in Kuppelbau. Und ihr seht, hier habe ich auch zwei verschiedene Größen in der XXL-Version. Und dann machen wir das Ganze mal hier auf und da sehen wir unheimlich viel Platzmenge, stabile Ausführung. Das heißt, es hält schon richtig gut, das Ganze. Und natürlich, wenn das mir zu schwer wird, dann kann ich das Ganze natürlich auch auf mein Rollbrett montieren. Und wir sehen hier an der Seite vom Rollbrett so eine kleine Schlitze, 4 in der Zahl. Und da kann ich natürlich auch einen Gurt durchführen, um das Ganze zu verzurren und recht stabil, sicher zu transportieren. Auch hier, wie soll es anders sein, kompatibel. Das heißt, ich kann auch wiederum einen kleinen Systemer hier oben drauf machen, mit dem T-Lock-System arretieren, auf beiden Seiten natürlich. Nehmen wir nochmal einen hier. Und das macht einfach Spaß. Da kann man hier also individuell das Ganze einsetzen. Richtig top. Und falls ich jetzt mal hier ein Werkzeug habe oder Zubehörteile habe, die jetzt, wo ich keine Einlage dazu bekomme, gibt es hier ebenfalls noch solche Kunststoff-Inlay, sage ich mal, die ich hier einsetzen kann mit vorgestanzten Waben, um vielleicht Werkzeugschlüssel oder sonstige Dinge, die ich brauche, hier letztendlich dann zu platzieren. So, also auch das ist möglich und hilft letztendlich bei der Umsetzung meiner Organisation mit diesen Werkzeugen, mit diesen Zubehörteilen. Eins habe ich noch, gefällt mir unheimlich gut, und zwar hier einen Systemer, der es in sich hat, denn hier drin, und der eine oder andere kennt es vielleicht schon von den T-Lock-Systemen und Classic-Systemen auch schon. Wir haben hier einen Einsatz für Werkzeuge. Und da können wir eigentlich vieles besticken. Und was man da besticken kann, das seht ihr auch hier gleich auf dieser Übersicht. Natürlich könnt ihr dabei einem Händler eurer Wahl das ganze Werkzeug dann zusammensuchen, sage ich es mal, hier ist ja beschrieben, und dann schön besticken. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn man hier alles beieinander hat, rausnimmt, auf ein System draufsetzt und dann kann man hier direkt loslegen bei der Montage etc. Ich denke, tolle Ideen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen heute. Freue mich wieder aufs nächste Mal. Bis dann, euer Frank. Tschüss.